Leben aus. Wenn sein Inneres zu einem schwarzen Loch zusammenfällt, schießen extrem heiße Jets in alle Richtungen. Jets sind gefährliche Ströme energiegeladener Materie. Mit Lichtgeschwindigkeit jagen sie durch die Milchstraße und löschen alles aus. Und schon erreicht einer die Erde. Ohne Vorwarnung dringt er in unsere Atmosphäre ein und vernichtet die halbe Menschheit mit seiner tödlichen Strahlendosis. Selbst die Überlebenden sind dem Untergang geweiht. Eine chemische Reaktion verwandelt unsere Atmosphäre in giftige Dämpfe, die alles Leben vernichten. Eine neue Eiszeit bricht an. Es folgt ein Massensterben, dem 70% allen Lebens zum Opfer fallen. Auch wir. Verursacht durch den Tod eines Sterns, Billionen Kilometer entfernt. Dieses Schreckensszenario ist nur eines von vielen, die denkbar sind, wenn ein Stern erlischt. Dabei wird eine unvorstellbare Energiemenge frei. Hat ein Stern sein Lebensende erreicht, werden seine Nachbarn getoastet, ausgelöscht. Sind auch wir in Gefahr? Sehen wir uns erstmal an, womit wir es zu tun haben. Jeder Stern ist ein riesiger Gasball, angetrieben von nuklearen Fusionsprozessen in seinem Innern. Irgendwann stirbt er. Das kann sich ganz unterschiedlich auf seine Umgebung auswirken. Fahren wir an einen Ort, wo wir sehen können, wie Sterne erlöschen. Ich bin unterwegs nach Agua Dulce und treffe mich mit Pyrotechnik-Experten. Wir wollen das übelste Ereignis im ganzen Universum simulieren. Ich will einen Stern hochjagen. Lässt sich machen. Die Jungs haben schon für gigantische Explosionen in Kinofilmen gesorgt. Doch was sie heute erwartet, ist wirklich außergewöhnlich. Dein Stern. Schön. Ich sehe schon, unser erster Stern kommt aus der Pappmaché-Galaxie. Orange wie ein roter Superriese. Perfekt. Ein Sternengigant, der zu so einem wird, bevor er explodiert. Richten wir alles her. Bauen wir ein Sonnensystem. So einen kaufe ich mir auch. Wäre das ein roter Riese, hätte er einen Durchmesser von hunderten Millionen Kilometern. Wie die Erdumlaufbahn. Unsere Modelle sind nicht maßstabsgerecht. Dann wären die Planeten nur so groß wie eine Bakterie oder ein Staubkorn. Wir wollen eine isotropische Explosion zeigen. Eine, die in alle Richtungen geht. Das ist ein Gasriese. Das ist eine Wasserwelt. So schnell kann's gehen. Eine hochentwickelte Zivilisation, leichtsinnig zerstört. Also aufpassen. Was lässt einen Stern wie diesen explodieren? Als der Stern noch jung war, sind in seinem Innern Wasserstoffisotope zu Helium verschmolzen. Ähnlich wie bei einer Wasserstoffbombe. Irgendwann wird das Helium zu Kohlenstoff umgeformt und der wiederum zu anderen Elementen. Die reichern sich an und werden zu Eisen. Doch Eisen formt sich nicht gern um. Die Energiequelle des Sterns versiegt. Er kollabiert, setzt eine katastrophale Menge an Energie frei und explodiert als Supernova. Eine Supernova zählt zu den spektakulärsten Ereignissen im Universum. Im Jahr 1054 entdeckten Astronomen in China einen hellen Stern, der offenbar gerade entstanden war. Sie nannten ihn Gaststern. Doch es handelte sich nicht um die Geburt, sondern den Tod eines gigantischen alten Sterns. Glücklicherweise war er 6500 Lichtjahre entfernt, oder anders gesagt 64.000 Billionen Kilometer. Heute können wir noch immer die Sternenreste sehen. Eine ständig wachsende Gaswolke. Der Crab-Nebel. Okay. Die Planeten sind in Position. Gleich explodiert unser Stern. Als ob eine Fabrik mit Feuerwerkskörpern in die Luft geht. Interessant ist aber nicht nur, was wir sehen. Auch was wir nicht sehen, kann uns töten.
Eine Supernova-Explosion setzt ein breites elektromagnetisches Spektrum frei, wie sichtbares Licht, Röntgenstrahlen und Gammastrahlen. Die unterschiedlichen Farben verraten uns viel. Mit dieser Infrarotkamera, die wir auf die Explosion richten, können wir mehr sehen als nur das sichtbare Licht. Wenn ich ein Stück zurückgehe, sehen Sie die Wärme, die mein Körper abstrahlt. Einige Stellen sind wärmer als andere. Jetzt das Interessante. Mit den Augen kann man durch diese Plastikwand hindurchsehen. Blickt man aber durch eine Infrarotkamera, könnte es auch eine Wand aus Ziegelsteinen sein. Die Infrarotkamera wird uns viel über die unsichtbare Energie verraten, die eine Supernova freisetzt. Gleich sind wir soweit. Jetzt sehen Sie die Power eines schwer bewaffneten Todessterns. Okay, Phil, if you're set, you're ready. Fire in the hole! Three, two, one! Wow! Oh man! Brennende Planeten! Sehen wir mal nach. Den hat's erwischt. Toast, verbrannt, verkohlt, Asche. Alle, die weiter wegstehen, sind in Ordnung. Der hier, der auch. Alle in Ordnung. Im Umkreis von, sagen wir, 50 Lichtjahren wird man getoastet. Wenn man weiter weg ist, sagen wir 60, besser 100 Lichtjahre, überlebt man in der Regel. Was eine Supernova so gefährlich macht, sind die Schäden, die man zunächst nicht sehen kann. Mit dem bloßen Auge betrachtet meint man, dass sich die Explosion in einem Radius von gut 3 Metern abspielt. Die Infrarotkamera zeigt aber, dass die Hitzestrahlung wesentlich weiter reicht als die Splitterfliegen. Die unsichtbare Strahlung wirkt also über die sichtbare hinaus. Das war eine normale Supernova. Ein Stern mit der 8- bis 20-fachen Sonnenmasse, dessen Energie sich am Ende in alle Richtungen verteilt. Es gibt aber noch was Schlimmeres: eine Hypernova. Stellen Sie sich vor, man würde die Energie einer Supernova in einen Gewehrlauf pressen und abdrücken. Ein Stern mit der 30, 50 oder 100-fachen Sonnenmasse. Wenn der sein Leben aushaucht und sein Inneres zusammenfällt, spricht man von einer Hypernova. Dann entweicht die Energie nicht in alle Richtungen, sondern in 2 Plasma-Jets. Verursacht durch Anziehungskraft, Reibung und Magnetismus. Die Explosion verläuft durch die Schwachpunkte des Sterns, seinen Nord- und Südpol. Und das hier sind Gammablitze. Eine Supernova ist ein relativ begrenztes Ereignis. Bei einer Hypernova hingegen entlädt sich auch starke Gammastrahlung mit solcher Wucht, dass sie noch in großer Entfernung gefährlich ist. Wie kosmische Fackeln, die durchs All schießen und alles zerstören. Was passiert mit den Planeten, die direkt in ihrer Schusslinie stehen? Unser 2. Stern ist geladen. Der Test beginnt. When you're ready, Phil. We're good to go. Okay, fire in the hole. Here we go. Irre Explosion. Die Jungs dort? Frittiert. Die da drüben? Frittiert. Der hier? Ein paar Kratzer, sonst kaum was. Dabei war die Explosion genau da. Das gleiche gilt für ihn. Leicht beschädigt, sonst alles okay. Bei der Supernova sind die hier alle verbrannt. Jetzt nicht. Die Explosion war auf 2 Jets konzentriert. Das entscheidet, wohin und wie weit die Energie transportiert wird und in welcher Entfernung man sicher ist. So ein Gammablitz jagt durchs All, wird größer und trichterförmig. Er kann 80 Billionen Kilometer zurücklegen und alles auf seinem Weg zerstören. Fire!
massereiche Sterne können also als Hypernova enden. Dabei geben sie tödliche Gammastrahlen ab. Selbst aus 100 Lichtjahren Entfernung schlägt ein Gammablitz wie ein Hammer auf der Erde ein und steckt sie in Brand. Als würde eine megatonnenschwere Atombombe detonieren. Die Hitze der Explosion würde jeden im Freien sofort verbrennen. Wer das überlebt, würde an der hohen Strahlendosis sterben. Gehen wir kurz zurück. Was ist Strahlung überhaupt? Das Wichtigste zuerst. Wir sind ihr permanent ausgesetzt. Wir sind ständig von Strahlung umgeben, auch jetzt. Teilchen und Wellen durchströmen uns. Das nennt man Strahlung. Sie wird von Natur aus freigesetzt und entsteht durch bestimmte Vorgänge in den Atomen. Ich zeige Ihnen das anhand von Dingen, die jeder zu Hause hat. Dazu gehört bei mir auch ein Geigerzähler. Hier wird die Strahlung gemessen. Dabei klickt es. Er zählt die Impulse pro Minute und rechnet sie auf den Sekundenwert um. Das ist Katzendreck. Er enthält viel Kalium. Das zerfällt zu Calcium und Argon und setzt dabei Strahlung frei. Man sieht, wie die Messwerte steigen. Das ist absolut sicher. Der Katze kann nichts passieren. Sie verwandelt sich in kein achtbeiniges Monster. Keine Angst. Paranüsse? 68. Bananenchips? 62. Beide enthalten Kalium. Das lässt sich auch gut mit Salz verdeutlichen. Kein normales Speisesalz aus Natriumchlorid, sondern Kaliumchlorid. Achtung! 98. Es steigt auf über 100. Wie gesagt, das ist nicht schädlich. Damit kommt der Körper zurecht. Problematisch wird es, wenn man Gammablitzen ausgesetzt ist. Dann sind die Werte billionenfach erhöht. Und es handelt sich um Gammastrahlung, die gefährlichste Strahlung überhaupt. Könnte uns eine Supernova oder ein Gammablitz überraschen? Ich fahre durch den rauen Süden Virginias zu Veritas. Dort im Observatorium sind sie auf der Suche nach Gammastrahlen, die in die Erdatmosphäre eindringen. Hey, Jeremy. Hey, welcome. Thanks. Jeremy Perkins überwacht die Teleskope, die den Himmel nach Gammastrahlen absuchen. Riesige Schüsseln. Vier Stück à 12 Meter. Sehen irgendwie unheimlich aus. Während Teleskope üblicherweise eine einzige große Linse haben, fangen die hier mit 350 Spiegeln das Licht ein. Wir suchen nach Resten von explodierten Sternen. Und wir untersuchen Galaxien, in denen tausendmal mehr neue Sterne entstehen als in der Milchstraße. Bei Sonnenuntergang erwachen die Veritas-Teleskope zum Leben. Gammastrahlenausbrüche einzufangen, ist ein bisschen wie nach einer Nadel im Heuhaufen suchen. Die Blitze sind kurz, das macht die Suche so schwierig. Hier das optische Äquivalent eines Überschallknalls. Heute glaubt man, dass es mindestens einmal am Tag zu einem Gammablitz kommt. Dann erstrahlt am Himmel ein kosmisches Licht, ähnlich dem einer Taschenlampe. Sie setzen extrem viel Energie frei. Kosmische Fackeln, die durchs All schießen und Planeten verbrennen. Beunruhigt dich das? Könnten wir von einer getroffen werden? Ich schlafe trotzdem gut. Wir können es sowieso nicht verhindern. Na dann? Irgendwas muss man doch machen können. Um das herauszufinden, fahre ich nach New Mexico, ins Sandia National Laboratory. Dort treffe ich zwei Experten für Gammastrahlung. Thomas Quirk und Don Hansen sind Spezialisten für Gammastrahlen. Um Gammastrahlen zu generieren, die denen eines sterbenden Sterns ähneln, verwenden sie Stäbe mit radioaktivem Kobalt. Wie viel Kobalt ist da drin? Genug, um uns drei zu töten. Aber das ist nur eine Attrappe. Ja, super. Zur Sicherheit tragen alle Angestellten Thermolumineszenzdosimeter. Sie leuchten, wenn sie Strahlungsenergie absorbieren. Egal ob Gammastrahlen oder Infrarotwellen von dieser heißen Platte. Wenn ich verstrahlt werde, laufe ich grün an? Das verhindern wir.
Die Behälter sind von einer fast 2 Meter dicken Betonwand umgeben. Hier, sehen Sie mal. Da lagern die blauen Kobalt-60-Stäbe. Die geben tödliche Strahlen ab. Zwischen denen und uns sind 5,5 Meter Wasser, das die Strahlung absorbiert. Sandia testet in den Kammern, wie Materialien auf Gammastrahlen reagieren. Beispielsweise Satellitenbauteile. So ein Glasgefäß ist klar. Wenn es der Strahlung ausgesetzt wird, verändert es sich. Wieso? Die Strahlung zieht Elektronen ab. Sie verändert also die molekulare Struktur des Glases. Thomas zeigt mir, wie das vor sich geht. Er setzt das Glas der Strahlung aus. Dazu werden die Kobaltstäbe aus dem Wasser gehoben. Die Strahlung trifft aber auch unsere Kameras. Kurze Zeit später sind sie kaputt. Die Elektronik wird mit Elektronen beschossen. Der Test ist beendet. Gleich werden wir sehen, was die Gammastrahlung angerichtet hat. Es ist dunkelbraun. Normalerweise strömt das Licht hindurch, weil die Elektronen es nicht absorbieren. Die Gammastrahlen haben sie aber durcheinander gebracht. Jetzt absorbieren die Elektronen das Licht und das Glas wird schwarz. Erhitzt man das Glas nun in einem Ofen, rücken die Elektronen wieder an ihren richtigen Platz und können kein Licht mehr absorbieren. Wieder klar! Und was ist mit uns? In Comics und Science-Fiction-Filmen verwandeln sich Menschen durch Gammastrahlen in muskelbepackte Superhelden. Die Strahlung verändert unsere Zellen tatsächlich. Sie wirbelt die DNA-Moleküle durcheinander, löst Krebs aus und führt meist zum Tod. Gibt es Sterne, die uns tödliche Gammastrahlen schicken können? Um ernsthaften Schaden anzurichten, müsste der Stern weniger als 8000 Lichtjahre von der Erde entfernt sein. In unseren Versuchen haben wir die zerstörerischen Kräfte eines Gammastrahlenausbruchs demonstriert. Wenn Sie glauben, es sei weit hergeholt, dass es auch die Erde trifft, liegen Sie falsch. Wir haben Beweise dafür, dass es uns schon mindestens einmal erwischt hat. Das wissen wir durch Steine wie diesen. Einen Trilobit. Vor 440 Millionen Jahren haben diese Jungs die Meere beherrscht. Dann starben sie in 2 Schritten aus. Die Gliederfüßer, die im flachen Wasser gelebt haben, wurden ausgelöscht. Die in der Tiefe überlebten. Das liegt nahe, dass etwas aus dem Himmel auf sie eingewirkt hat. Es ist einige Meter ins Wasser eingedrungen, aber nicht in die Tiefe. Darauf folgte eine globale Abkühlung. Auch das passt zu einem Gammastrahlenausbruch. Gammastrahlen können eine Eiszeit auslösen? Ich zeig das mal. Das ist unverdünnte Salpetersäure. Sie stellt unsere Luft dar, weil Stickstoff drin ist und Sauerstoff. Zu Hause lässt man besser die Finger davon. Es tut verdammt weh, wenn sie auf die Haut kommt. Die Münzen stehen für den Gammablitz. Wenn ich sie in die Säure werfe, kommt es zu einer chemischen Reaktion. Es geht los. Gammastrahlen würden die Zusammensetzung der Luft auf drastische Weise verändern. Sie bilden Stickstoffdioxid, übler brauner Rauch, Smog. Das Zeug ist giftig, es stinkt und verätzt die Nase. So ähnlich würde auch unsere Luft aussehen. Jetzt kann ich das Ganze natürlich noch auf die Spitze treiben, indem ich etwas Lebendes ins Spiel bringe. Hier habe ich einen Zweig mit hübschen Blüten. 2 stecke ich rein, 1 lasse ich zum Vergleich draußen. Wir Forscher müssen ja immer vergleichen. Wenn ich sie nach ein paar Sekunden rausziehe, sieht sie nur noch halb so hübsch aus. Und schnuppern will daran auch keiner mehr. Stickstoffdioxid führt zu saurem Regen und schädigt die Natur. Hat dir nicht gefallen? Der saure Regen vernichtet die Ernten und löst ein Fischsterben aus. Die Nahrungskette wird unterbrochen. Der dichte Rauch lässt keine Sonne mehr durch. Die Erde kühlt ab. Eine neue Eiszeit bricht an und mit ihr ein Artensterben.
düstere Prophezeiungen oder bald Realität? Einer der meistgefürchteten Sterne ist WR 104. Eigentlich sind es zwei Sterne, verbunden in einem tödlichen Tanz. Einer steht kurz davor, als Hypernova zu enden. Leider wissen wir nicht, wohin er zielt. Die Strahlung kann sich in unserer Richtung entladen oder auch weg von uns. Er ist rund 8000 Lichtjahre entfernt. Und damit könnte er uns wirklich gefährlich werden. Vermutlich gibt es noch weitaus mehr Sterne, die uns bedrohen. Wie zum Beispiel Neutronensterne, die sehr dunkel und daher schwer zu entdecken sind. Neutronensterne sind die dichtesten Objekte im All. Sie entstehen, wenn ein Stern explodiert. Ihr Inneres hat aber nicht genügend Masse und fällt daher kugelförmig in sich zusammen. Es misst nur ein paar Kilometer im Durchmesser, hat aber die gleiche Masse wie die Sonne. Das ist, als würde man den Berg hinter mir komprimieren. Bis er in meine Handfläche passt. Viele massereiche Sterne kreisen paarweise auf der gleichen Umlaufbahn. Von diesen Doppelsternen gibt es in der Milchstraße sogar ein paar hundert. Wenn diese Sterne sterben, drehen sie sich spiralförmig immer enger umeinander, bis sie schließlich verschmelzen und in sich zusammenfallen. Sie bilden ein schwarzes Loch und explodieren. Dabei wird Gammastrahlung freigesetzt. Die Ausbrüche sind kürzer als bei einer Hypernova. Finden sie nah genug an der Erde statt, bekommen wir die Hitze jedoch voll ab. Wenn uns nichts vor einem Gammastrahlenausbruch schützen kann, was bleibt dann, damit es uns nicht wie den Trilobiten ergeht? Hier ein Tipp. Ich bin im Griffith Observatorium in Los Angeles und stehe vor dem größten astronomischen Foto der Welt. Auf ihm sind Millionen Galaxien zu sehen, jede mit 100 Milliarden Sternen. Doch das ist nur ein Ausschnitt. Ich kann eine ganze Himmelsregion mit meinem Daumen verdecken, wenn ich ihn vors Gesicht halte. Das Universum ist riesig. Und das schützt uns vor einem Gammastrahlenausbruch. Strahlungsausbrüche gibt es jeden Tag. Sie finden aber so weit entfernt statt, dass wir sie, wenn überhaupt, nur mit einem Hochleistungsteleskop aufspüren können. Sie haben auch ihr Gutes. Ohne derartige Energieentladungen gäbe es uns nicht. Supernovae und Strahlungsausbrüche schaffen erst die Voraussetzungen für die Geburt neuer Sterne, Planeten und uns. Außer Wasserstoff und Helium wurden alle Elemente im Universum vom Feuer explodierender Sterne geschmiedet. Gold und Platin in unserem Schmuck, Eisen und Calcium in unseren Knochen. Sie alle entstanden bei einer Supernova. Sterne sind extrem energiegeladen, auch unsere Sonne. Der Gastank der Sonne ist noch etwa halb voll. Das reicht noch einige Milliarden Jahre. Die Sonne hat nicht genug Masse, um als Supernova zu enden. Von ihr droht uns in diesem Punkt also keine Gefahr. Stattdessen wird sie langsam, aber sicher heller. Die nukleare Fusion in ihrem Innern bewirkt, dass sich ihre äußeren Schichten ausdehnen. Die Sonne wächst zu einem roten Giganten heran, 100-mal größer als heute. Sie wird Merkur und Venus verschlingen und nach der Erde greifen. Mit einer Hitze, die sogar die Ozeane verdampfen lässt. Um zu verstehen, wie Sterne funktionieren, muss man wissen, was Plasma ist. Materie kann fest, flüssig, gasförmig oder aus Plasma sein. Plasma ist ein derart heißes Gas, dass sich die Elektronen vom Atomkern losreißen. Es leitet Elektrizität und reagiert auf magnetische Kräfte. Sterne bestehen meist komplett aus Plasma. Das erkläre ich Ihnen mit einer Mikrowelle und einer Traube. Man nimmt eine Traube, machen Sie das zu Hause nicht nach, schneidet sie ein und klappt sie auf, legt sie in die Mikrowelle und stülpt ein Glas darüber. So kann das Gas nicht entweichen. Jetzt aufgepasst. Nicht nachmachen, sonst ist eine neue Mikrowelle fällig.
Was da passiert, ist ganz einfach. Die Traube bündelt die Energie der Mikrowelle. Das Wasser in der Traube verdampft zu Plasma, weil es so stark erhitzt wird. So viel zu Plasma in einer kleinen Kiste. Und das ist Plasma in einer Riesenkiste. Das ist der größte Plasmaerzeuger der Welt. Mit Hilfe von Magnetfeldern wollen die Forscher herausfinden, welche Prozesse an der Sonnenoberfläche ablaufen. Die Sonne ist eine wabernde Plasmamasse mit starken magnetischen Feldlinien, in denen riesige Energiemengen lagern. Wenn das Plasma im Innern der Sonne umgewälzt wird, verdrehen sich die magnetischen Feldlinien. Druck und Spannung steigen, bis es irgendwann knallt. Die Folge? Eine Sonneneruption. Das muss man sich vorstellen wie die Feder an einer Mausefalle. Die Energie entlädt sich mit einem Schlag. Jetzt stellen Sie sich vor, Milliarden dieser Dinger würden auf einmal zuschnappen. Ich zeige Ihnen mal, wie das wäre. Das sind über 100 Mausefallen mit Tischtennisbällen. Sie symbolisieren die magnetischen Feldlinien der Sonne. Alle unter Spannung, alle mit viel Energie geladen. Ein kleiner Auslöser genügt und schon erfolgt eine Kettenreaktion. Eine Sonneneruption ist nichts anderes als eine gewaltige Energieexplosion. Die Magnetfelder werden durchgerüttelt, setzen ihre Energie gleichzeitig frei und schon explodiert die Region. Sonneneruptionen setzen viel sichtbares Licht frei, zudem gefährliche Röntgen- und Gammastrahlen. Noch stärkere Stürme kennt man von der Corona, der Atmosphäre der Sonne. Auch dort gibt es Eruptionen. Dabei werden Milliarden Tonnen Material ins All geschleudert, mit 1,5 Millionen Stundenkilometern. Dann spricht man von einem koronalen Massenauswurf. Das ist der Hurrikan unter den Sonnenstürmen. Bei einem Sonnensturm werden subatomare Teilchen schneller durch unser Sonnensystem geschleudert als eine Gewehrkugel. Wenn wir uns dann in der Schusslinie befinden, könnte es kritisch werden. Zum Glück hat die Erde einen unsichtbaren Schutzschild, die Magnetosphäre. Sie leitet die gefährlichen Teilchen entlang der magnetischen Feldlinien zum Nord- und Südpol. Dort werden sie von der Erdatmosphäre absorbiert. Ein Prozess, der uns am Nachthimmel spektakuläre Effekte beschert. Das Polarlicht. Ein großer Sonnensturm könnte uns dennoch zum Verhängnis werden. Was uns dann blühen kann, erfahre ich im NOAA Space Weather Prediction Center in Colorado. Die Männer und Frauen, die hier arbeiten, sind im Ernstfall unsere Rettung. Doug Biesecker ist ein Top-Sonnenphysiker. Er beobachtet die Sonne rund um die Uhr mit Hilfe von NASA-Satelliten. Wir bekommen Daten von Satelliten und Observatorien. Hier in der Mitte sieht man die Sonne, aufgenommen vom SOHO-Satellit. Die hellen, aktiven Bereiche sind die Eruptionen. Die sind gefährlich. Im Dezember 2005 fiel das GPS auf der sonnenzugewandten Seite der Erde 10 Minuten lang aus. Schlimmer sind die koronalen Massenauswürfe. Hier ein Film von Anfang November 2003. Erst sieht man die Eruption. Dann kriselt das Bild, weil Protonen die Kamera treffen. Der schlimmste Sonnensturm, der je registriert wurde, fand 1859 statt. Die Telegrafenlinien brachen zusammen und die Mitarbeiter in den Büros erlitten einen tödlichen Stromschlag. Wenn sich sowas wiederholen würde, würden bei uns 350 Transformatoren ausfallen. Über 100 Millionen Menschen beziehen davon ihren Strom. Ein Drittel der Bevölkerung. Es würde fast 10 Jahre dauern, bis alle ersetzt wären. Ohne Strom kein modernes Leben.
Doch es kommt noch schlimmer. Eine Eruption kündigt sich nicht an. Also behalten wir die Daten ständig im Auge und warten, bis uns die ersten Röntgenphotonen treffen. Keine angenehme Vorstellung, ohne Vorwarnung getroffen zu werden. Wenn so ein Sonnensturm stark genug ist, kann er auf der Erde eine Katastrophe auslösen. Ohne Strom käme unser Leben zum Stillstand. Milliarden Menschen würden über Nacht ins Mittelalter zurückversetzt. Die ganze Elektronik wäre betroffen. Wenn es irgendwann wieder zu einem Monster-Sonnensturm kommt, dann reicht unser Überspannungsschutz nicht aus. Zuerst würde es die Satelliten treffen. Da unsere zunehmend digitalisierte Welt von deren Übertragungen abhängt, käme es zu unermesslichen Schäden. Damit es dazu gar nicht erst kommt, legt sich die Fachwelt mächtig ins Zeug. Walter Gekkelman leitet die renommierte UCLA Plasma Science Facility. Das Labor untersucht, woraus die Sonne besteht. Zu Forschungszwecken hat er das hier gebaut. Seinen eigenen Plasmaerzeuger. Momentan ist Argonplasma drin. Es ist etwa so groß und treibt in der Mitte. Die Temperatur beträgt rund 140.000 Grad. Reicht zum Kochen. Das mache ich lieber zu Hause. Mit dem Plasma, das hier erzeugt wird, könnte man womöglich die Satelliten vor den gefährlichen Teilchen schützen. Sie würden die Elektronik der Satelliten zerstören. Die wird überlastet und verschmort. Die ist hin. Wir verlieren Satelliten, Geldautomaten, Telekommunikation, Handys. Fernsehen? Das auch. Klingt nach einer riesigen globalen Katastrophe. Die Weltwirtschaft käme zum Erliegen. Und jetzt? Das lässt sich nicht verhindern. Wir haben die Sonne nicht unter Kontrolle. Dr. Gekkelman will Feuer mit Feuer bekämpfen. Besser gesagt, Plasma mit Plasma. Wenn es zu einem koronalen Massenauswurf kommt, dauert es einige Tage bis Stunden, bis er die Erde erreicht. Problematisch sind die hochenergetischen Teilchen, die im Magnetfeld der Erde hängen bleiben. Gekkelman will sie mit einer Plasmawelle aus einem Plasmaerzeuger im Orbit zertrümmern und so auf die magnetischen Feldlinien der Erde lenken. Dann sind sie weg, zerstört. Und wir kriegen eine tolle Show am Himmel geboten. Polarlicht, juhu! Das Dumme ist nur, wir müssen warten, bis uns diese Teilchen treffen, bevor wir sie beseitigen können. Es sind ja nicht nur Satelliten in der Erdumlaufbahn, sondern auch Astronauten. Um herauszufinden, wie die NASA mit diesen Bedrohungen umgeht, bin ich ins Johnson Space Center in Houston gefahren. Hier trainieren wir. Dr. Robert Satcher ist Astronaut und Unfallchirurg. Er hat schon über 250 Stunden im Weltraum verbracht. Sie waren 11 Tage an Bord der Atlantis. Stimmt. Da waren sie der Sonnenstrahlung ausgesetzt, auch wenn ihnen das Magnetfeld der Erde Schutz geboten hat. Ganz sicher ist man auch dort nicht, oder? Korrekt. Wir können zum Beispiel von Gammastrahlen getroffen werden. Eine große Eruption kann so viele Zellen zerstören, dass man innerhalb von Tagen oder Stunden stirbt. Soweit wir das bis jetzt beurteilen können, ist noch nie was passiert. Aber wir haben erst 50 Jahre Erfahrung mit der bemannten Raumfahrt. Die Gefahr für uns am Boden wird oft hochgespielt. Aber was ist mit den Astronauten, wenn es zu einer Sonneneruption kommt oder einem Massenauswurf? Im Space Shuttle gibt es kaum Schutzmöglichkeiten. Am besten ist man in der Mitte geschützt. Da sollen wir im Ernstfall hin. Ich zeig's Ihnen mal. Zu Trainingszwecken steht dem Johnson Space Center ein Space Shuttle in Originalgröße. Kopf einziehen. Das ist das Mitteldeck. Hierhin müssten wir uns zurückziehen, wenn die Gefahr besteht, dass wir Strahlung abkriegen.
Hier würden wir am wenigsten abbekommen. Wie schnell ist man unten? Im Orbit muss man Beine und Arme koordinieren. Man ist ja schwerelos. Es dauert 2 bis 3 Sekunden, bis ich vom Flugdeck hier unten im Mitteldeck bin. Das geht also ziemlich schnell. Wasser oder alles auf Wasserbasis schützt zusätzlich. Wenn ich in der Mitte stehe und die anderen um mich herum, hilft das natürlich auch. Ich verstecke mich hinter ihnen. Die NASA hat also einen Notfallplan, um die Astronauten vor der Strahlung zu schützen. Aber was ist mit uns auf der Erde? Ein koronaler Massenauswurf ist geballte Energie. Wenn die einschlägt, muss sie irgendwo hin. Wenn wir nicht die technischen Errungenschaften der letzten 100 Jahre aufs Spiel setzen wollen, müssen wir uns bald was einfallen lassen. Eine Lösung könnten zwei Jungs aus Oklahoma parat haben. Ende des 19. Jahrhunderts galt Nikola Tesla als verrücktes Genie der Elektrotechnik. Gut 100 Jahre später bin ich auf der Suche nach zwei verrückten Hobbyforschern. Gemeinsam wollen wir die Auswirkungen eines Sonnensturms auf die Erde simulieren. Ihr habt, was ich suche. Wild Bill Emery und Kevin Eldridge bauen für ihr Leben gern Spulen. Mit ihren Varianten der legendären Tesla-Spule setzen sie deren Erfinder ein würdiges Denkmal. Das ist die kleine. Funktioniert die? Ja. Stellt sie an. Tesla-Spulen dienen der Erzeugung von Hochspannung und können eine Neonröhre drahtlos zum Leuchten bringen. Die hat Power. Ist aber nicht so groß wie gedacht. Die große steht ja auch draußen. Wie hoch ist die? 4,90 Meter. Was hat euch auf die Idee gebracht? Ich mag Blitze. Klingt gefährlich. Wir simulieren einen Sonnensturm und tun so, als ob gewaltige Energiemengen unser Stromnetz überlasten. Vielleicht kriegen wir dann raus, was man tun kann. Hoffentlich können wir das imitieren. Im Kleinen schon. Ein heftiger Sonnensturm hätte fatale Folgen für unser Stromnetz. Die Überspannung würde immense Schäden verursachen und uns im wahrsten Sinne des Wortes das Licht ausblasen. Vielleicht finde ich mit diesen Jungs und ihrer meterhohen Tesla-Spule heraus, ob es nicht doch eine Lösung gibt. Feuer frei! Die Kamera dient uns als Ersatz für die Elektrogeräte im Haushalt. Mal sehen, was passiert, wenn sie ein paar tausend Watt abkriegt. We good to go? Ready? All right, let's hit it. Ob die Kamera überlebt hat? Die hat's erwischt. Abstellen? Die betrachtet jetzt die Radieschen von unten. Können wir nichts dagegen tun? Das ist eine neue Kamera. Jetzt schießen wir die ab. Aber dieses Mal können wir sie hoffentlich damit schützen. Das Prinzip nennt sich Skin-Effekt. Wenn man eine leitfähige Ummantelung unter Strom setzt, fließt der Strom außen herum. Innen ist alles sicher. Ich stecke die Kamera in diesen Metallhandschuh und achte darauf, dass sie komplett umhüllt ist. Dann dürfte nichts passieren. Wenn es klappt, wissen wir, wie wir unsere Technik bei einem Sonnensturm schützen können. Okay, we are good to go. There you go. Sehen wir nach. Yep, it worked. Still hat geklappt.
Auf den Bildern sieht man sogar, wie der Blitz einschlägt. Da! Er läuft außen über das Metallgeflecht, aber die Kamera selbst wird nicht beschädigt. Hat funktioniert, obwohl es nur ein dünnes Metallgeflecht ist. Es hat die empfindliche Elektronik vor dieser Monstermaschine geschützt. Das findest du cool? Dann wart mal ab. Der verrückte Kerl ist davon überzeugt, dass der Skin-Effekt auch ihn selbst schützt. So, der Kopf ist geschützt, die Brust und die Hände. Was ist mit der Hose? Ich habe eine hai-taugliche Kettenhose an. Damit sie nicht rutscht, habe ich eine andere drüber gezogen. Auf ein neues. Und ich mache die Biege. Bin doch nicht verrückt. Abgefahren, der Wahnsinn. Und total laut, aber aussagekräftig. Damit lässt sich auch unsere Technik schützen. Eine Lösung wäre, dass die Stromversorger Kondensatoren installieren. Barrieren, die eine Überspannung verhindern. Kondensatoren sind so ähnlich wie Batterien. Sie speichern ein zu viel an elektrischen Ladungen und schützen somit unsere Infrastruktur. Doch nicht alle Umspannwerke sind entsprechend gerüstet. Hier besteht ganz klar Nachholbedarf. Die Sonne hat Zyklen. Alle 11 Jahre erreicht die Sonnenaktivität einen Höhepunkt. Dann gibt es mehr Eruptionen, mehr Massenauswürfe. Bald ist es wieder soweit. Deshalb müssen wir uns jetzt darum kümmern. Wenn wir vorsorgen, kommen wir mit fast allem zurecht, was uns die Sonne entgegenschleudert. Letztlich sind wir ihr aber ausgeliefert. Wenn die Sonne stirbt, sind wir übel dran. Aber bis dahin vergehen noch Milliarden Jahre. Wenn ein massereicher Stern stirbt, hat das katastrophale Folgen. Daher müssen wir die Augen aufhalten und alles über sie lernen. Derzeit gibt es keine Super- oder Hypernova-Kandidaten, die uns gefährlich werden können. Da habe ich mehr Angst, in der Badewanne auszurutschen. Das Ganze hat aber auch sein Gutes. Wenn ein massereicher Stern stirbt, schafft er die Voraussetzungen für neues Leben in der Galaxie. Wir verdanken unsere Existenz einem Stern, der vor Milliarden Jahren starb, noch bevor die Sonne